Der Großteil meines Lebens ist super. Ich habe nur ein riesiges Geheimnis. Hey. Hast du den neuen Post gesehen über den verkappten schwulen Jungen an unserer Schule? Was denkst du, wer es ist? Lieber Blue, ich bin genau wie du. Niemand weiß, dass ich schwul bin. Love, Simon hat alle Zutaten, die eine Rom-Com für Teenies so braucht. Super lockere, aber doch nervige Eltern, Highschool-Partys mit zu viel Alkohol, coole Footballspieler und peinliche Lehrer. Aber es ist auch eine Coming-out-Geschichte, und zwar eine ziemlich gute. Berührend, lustig und zum Glück ziemlich normal. Sie müssen wissen, wir hatten heute beim Frühstück leider einen heftigen kleinen Streit. Disput. Und nun stellen Sie sich bitte vor, ein Wunder ist geschehen und Ihre gemeinsamen Probleme haben sich in Luft aufgelöst. Entschuldigung, das ist trockene Luft hier. Die trockene Luft. Wenn ein Paartherapeut irgendwann fragt, warum man sich denn nicht lieber trenne, als weiter an seiner Ehe zu arbeiten, dann muss schon einiges schiefgelaufen sein. Die Verfilmung von Daniel Glattauers Die Wunderübung lässt den Zuschauer ständig schwanken zwischen empfindlichem Zucken und herzhaftem Lachen. Was soll das? Ich mache ein Päuschen. Und er? Er wollte kein Päuschen machen. Lilith ist kein normaler Teenager, denn sie ist die Tochter des Teufels höchstpersönlich. In Meine teuflisch gute Freundin begibt sie sich unter normale Gleichaltrige, um mal so richtig Chaos auf der Erde zu stiften. Gelungene Teenie-Komödie mit stimmigen Bildern und tollen jungen Darstellern. Ist euch eigentlich klar, was ihr hier für eine Scheiße verzapft habt? Euer Befehl lautete, dort einzudringen, euren Auftrag zu erfüllen und unauffällig zu verschwinden. Wir sind aufgeflogen. Wir mussten zwingend handeln. Und Sie dachten, mit einem Panzer durch halb Sarajevo zu donnern, wäre geistreich? Ja, Sir, dachte ich. Auf diese Idee muss man erstmal kommen. Eine super schlagkräftige US-Spezialeinheit hat im Bosnienkrieg in Sarajevo nichts Besseres zu tun, als in der Freizeit einen mysteriösen Schatz zu suchen. Renegades Mission of Honor bietet zwar einiges an Action, Spannung mag aber nie so richtig aufkommen.